Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wo stelle ich mein neues Aquarium auf? Eine Frage, die man sich immer stellen muss, wenn man ein neues Aquarium aufstellen will, ist, wo? Wichtig ist natürlich, dass man genügend Steckdosen, um die technischen Geräte anzuschließen hat. Das heißt, man braucht eine für Filter, eventuell Heizer, Licht, wahrscheinlich Magnetventil und sonst noch variablen Zubehör. Außerdem müsste man sich je nach Größe des Aquariums überlegen, ob man schnell genug an Wasser kommt, ohne bei einem Wasserwechsel Mengen an Eimern hin und her zu schleppen. Ich könnte jetzt natürlich hier diese Gießkanne befüllen und damit 50 Mal zu meinem 200 Liter Aquarium zu laufen, aber ist doch die Frage, ob man das wirklich will. Ob ein Fenster in der Nähe ist, ist auch von Bedeutung, da unkontrolliertes Sonnenlicht ein entscheidender Faktor für die Bildung von Algen im Aquarium ist. Und zuletzt sollte man sich sicher sein, dass der Schrank dem Gewicht standhält. Also man muss einen Aquariumschrank haben, der für diese Liter- bzw. Kilogrammanzahl ausgelegt ist und gebaut wurde, um das zu tragen. Wenn all diese Kriterien erfüllt sind, steht dein Plan nichts mehr im Wege. Zuletzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben.